Solange es funktioniert, ist alles cool. So, wie gesagt, in Zukunft gehe ich auf Herzen, weil zwei Ausdauerkreise werden mir im Moment, glaube ich, reichen. So, und oh, weia, es ist schon wieder Wrath of the Rain, so lausche dem Zwitschern. Schon wieder Tears of the Rain. Meinen kleinen, gefiederten Freunde zwitschern von etwas, das meine Aufmerksamkeit erregte. Einige Stammgäste mit Reservierungen werden schon seit geraumer Zeit im Stall erwartet, aber sind nicht angekommen. Und zwar geht es um den Koch hier, Godric. Er wollte sich mit den Gästen treffen, um ein Rezept mit von ihnen zu lernen, das sie von Prinzessin persönlich erhielten. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl und der Regen macht es nur noch schlimmer. Godric steht schon die ganze Zeit so da und hält Ausschau nach den Gästen. Tja. Geht es aus einer Gruppe der Gäste, die sich Zeit lässt? Nein, etwas muss ihre Pläne durchkreuzt haben. Und die Tatsache, dass das von Prinzessin persönlich stammt, hat wahrscheinlich auch was damit zu tun. Das ist mehr als nur Gezwitscher, das sollte man nicht einfach nachpicken. So, Feinschmecker vermisst. Okay, Alter, wie riesig ist denn das Gebiet hier? Und wo ist hier bitte der Turm? Ist das das da hinten? Da hätten wir nochmal einen Schrein. Okay, weil da steigt ein Licht auf. In der Richtung muss wahrscheinlich irgendwo der Turm sein. Das ist immer bei diesen Einwerfern da. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal mit dem Pferd weiter. So. Ah, du bist ja schon früh auf. Pferd abholen. Der Blecki. Bitte. So, Geschirr bitte abnehmen. Ich glaube, das brauche ich dabei mal nicht. Möchte ich lieber wieder normal rumreiten. So, hab das Geschirr für dich abgenommen. Dankeschön. So. Okay, let's go. Wunderbar, das war irgendwo ein bisschen weiter hier drüben. Und jetzt ist der Ring einfach vorbei. Ist klar. Und da vorne haben wir den Turm. Da sehe ich ihn ja schon. Und da haben wir sogar den nächsten Schrein. Also. Da ist auch noch. Okay, okay. Nintendo übertreibt wieder. Da drüben haben wir gleich noch einen Schrein. Hier scheint auch noch eine Höhle zu sein. Und hier ist auch nochmal ein Krog, der schon wieder nicht aufstehen kann, weil er einfach zu fett ist. Oh je, was für eine Kacke, Mann. Guck mal, mein Kumpel, der ist wieder mal ganz hinten. Also das Allerwitzigste wäre, ich könnte den auch vom Pferd einfach festkleben. Ja, da hat er natürlich überhaupt keinen Bock, der Blecki. Alter, bleib hier. Bleib doch einfach mal hier. Alles gut. So. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie das Schreien heißt. Egal, wir gehen rein. Wir gehen einfach mal rein. Da geh mal rein. In den Schrein. Sehr gut, dieses Out-of-the-Box-Denken ist einfach nichts für mich. Bin eben nicht so der Rätseltyp. Ich finde ja zum Beispiel Oracle of Seasons auch besser als Ages, weil da liegt der Fokus mehr auf dem Kämpfen als wie auf Rätsel lösen. Gibt es zwar auch Rätsel, aber die fand ich in Ages immer viel, viel schwerer. So, Kampftechniken werfen. Hast du das nicht schon mal gehabt? Okay, warte, da ist es vielleicht am schlauesten. Ich lege wieder alle Ausrüstung ab. Oder zumindest die Waffe lege ich mal ab. Hatte ich so das wahrscheinlich schon mal, wo ich was werfen musste? Einfach wahrscheinlich jetzt einfach Waffe werfen, da drin gibt es nämlich was. So, dieser Schrein läutet ein Übel, das war gestern Tag. Der, den du in Besuchsfolge unseren Anweisungen Ziel ist sorgfältig und wirfst du dann die Waffe nach dem Gegner. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. So, Waffen werfen. Tja. Ich leg das mal auf den Boden.
nehme hier so eine. Aua. Hey, warte doch mal, bis ich. Kann der nicht warten? Ausgezeichnet. Ich werde am Ende eh wieder geheilt. So, lass dich von der Bewegung nicht täuschen, wirf die Waffe nach ihm. Das sind an sich relativ einfache Schreine. So, bitteschön, in die Fresse. And he's dead. So, du hast alle Techniken gemeistert, die mit dir Zugang zum innersten Bereich gewährt. Dankeschön. Und moin, moin, moin. Alle, die gerade einschalten. So. Die nehme ich natürlich wieder mit. So eine Energiesphäre. So ein Anim-Schwert. Brauche ich das unbedingt? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, und hier haben wir eine Sonanium-Lanze. Ich muss die eigentlich. Ich muss die jetzt mal mitnehmen. Deswegen ist die hat nur eine Angriffskraft von 4. Also eigentlich ist die ziemlich schmutz. Weil die hat immer eine Angriffskraft von 12. Tja. Und das wird von 17. Also ich nehme es jetzt nicht mit, aber die Truhe ist offen. So. Siegenslicht. Oh yeah. Okay, das war easy peasy. Aber ich finde es frech, dass der einfach sofort losschießt, noch bevor ich mich irgendwie zu ihm rüberdrehen kann, bevor ich mich vorbereiten kann, weil ich schon ins Visier genommen. So. Wo war jetzt bitte nochmal sein Kumpel? Der war ein bisschen irgendwo dort ganz vorne, gell? Gehen wir erstmal in die Höhle. Entdeckt. Höhle am Flötengrashügel. Autsch. Und der Bogen ist kaputt. Also das mit der Waffenhaltbarkeit, ich bin immer noch kein Fan davon. Ich werde wahrscheinlich auch nie ein Fan davon sein. Was war das gerade? Okay, warte mal, das ist die Frage links oder rechts zuerst. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hin. Aber nicht damit, warte. Nicht damit, sondern damit. So. Ach, schön. Das ist immer geil, wenn man das findet. Okay, frech. Frech, frech, frech. Warte, warte. Nein. Nein! Ey, Link, du bist manchmal so ein Opfer, ich schwör. Nein! Mann, ich. Digga! Greif die doch an, du Affe! Der soll halt auch mal was machen, ne? So, Elektro-Flederbeißer Flügel. Elektro-Flederbeißer Auge. Boah. Elektro-Gegner, die waren immer richtig ass. Und weil du deine ganze Ausrüstung fallen lassen kannst, wenn du davon schockiert wirst. So, mit denen habe ich hier nämlich hier unten nicht gerechnet, dass hier Elektro-Ledermäuse sind. So, Bernstein, okay.
Oh, Maxi-Trüffel. Okay, da unten sind Skelettgegner. Wieder alles. Ohr, Fusionier. Warum habe ich das eigentlich doppelt? Synthese rückgängig. So. Das gibt also diese Knochenwaffen sind alle immer sehr stark. Die haben richtig viel Angriffspower, einfach mal plus 20. Das ist richtig krass. Ja, das ist jetzt die Frage. Kann ich hier eigentlich Rotomitschwert, kann ich hier sagen, Synthese rückgängig. So. Alter. Das hat jetzt einfach 25 Angriffspower. So, Bockblindknochen sind ziemlich gute Materialien zum Waffenverstärken. Ja, der Prozess ist sehr gleichen, sage ich mal. Also wir kommen zwar schon voran, aber es gibt halt in dem Spiel so viel zu entdecken. Du findest ständig immer neue Sachen in der Höhle oder sowas. Was haben wir hier? Ich habe zum Beispiel jetzt schon wieder einen Raubschleim gefunden, der Felsen spuckt. Und die schicke ich einfach mal zurück. Oder auch nicht. So, warte jetzt. Aber komm, Achtung. Na los, spuck. Spuck deinen Felsen, komm. Jetzt traut er sich wieder nicht. Jetzt Achtung. Wow. Okay, da hat mich jetzt schon die Fee wiederbelebt, dieser. Nein, Digga, mach doch. Ja, ganz ehrlich, also. Du wirst in dem Spiel so oft verarscht, das tut echt weh. Tut einfach nur weh. Also buchstäblich. Wieso konnte ich ihm das jetzt nicht einfach mit dieser scheiß Zurückspulfähigkeit? Ah! Asshole! Ja, genau so! Blödes Drecksviehverdammtes! Komm her jetzt, so! Mann, Link, hau doch drauf, du Idiot! Der trifft ja nicht mal! Ah, so, musst halt näher ran, du Depp! Die haben echt immer eine Truhe. Ja, toll, das rutscht jetzt erstmal weg, dieses komische. Dieser Kern da. Soldatenbogen, okay, das ist eh gut. Ich hatte eh schon fast keine Bögen mehr. Die wirklich was taugen. Die Raubschlamme sind in dem Spiel richtig nervig. Oh, Saphir und Topaz, geil. So, Sicherheitsabstand. Bams. Na, guckt euch bitte an, wie riesig auch diese Höhlen immer alle sind. Und was ist das denn jetzt wieder?
Kann man Angriffe zurückschicken? Nee, das ist ja kein physisches Objekt an der Hinsicht. So, du bist tot und der hat auch wieder eine Truhe. Elektro-Raubschleimstein. Und Elektrofrüchte? Erhöht die Angriffskraft bei Gewittern. Was es hier nicht alles gibt, das habe ich auch noch gar nicht gefunden. So, noch ein Soldatenbogen. Geil. Ey, also ich bin gerade immer verblüfft, wie groß diese Höhlen teilweise sind. Du denkst so, ja, das ist halt so eine kleine Höhle, aber jetzt guck mal, jetzt geht's da oben nochmal weiter. Hier oben geht's noch weiter. Okay, was habe ich hier gerade gefunden? Hier was richtig Geiles drin. Ja moin! Die Isolierrüstung. Ich werde nicht mehr Rüstung aus einem von antiken Material namens Gummi, das vor Stromschlägen schützt. Das Geheimnis der Herstellung dieses Materials ging im Laufe der Zeit verloren. Ey, wie geil ist das? Also das hat sich jetzt absolut gelohnt. Schon alleine dafür. Isolierrüstung, ne? Elektroschutz. Kann man auch kombinieren. Elektro- und Kälteschutz ein bisschen. Okay, das ist ja richtig geil, ey. Ich bin jetzt hier gerade etwas westlich vom Stall am Fluss. Und habe hier diese Höhle gefunden. Und zwar hier einfach die Isolierrüstung drin. Wie geil ist das denn bitte? Da muss ich ja direkt mal vor Freude speichern, bevor hier noch was Blödes passiert. So. Das war jetzt gerade richtig geil. So, das ist aber natürlich nur ein Stück davon. Es gibt ja sehr wahrscheinlich auch noch Stiefel und so eine Kopfbedeckung, die auch dazu gehören. Das war ja in Breath of the Wild auch immer so ein Dreier-Set. Und wenn man das komplett anzieht, dann hat man halt noch mehr Schutz vor dem jeweiligen Element. So, aber ich bin gerade baff, wie groß diese Höhle ist. Seht ihr, sowas macht... Das macht wieder Spaß. Du findest eine Höhle, du erkundest die und du wirst belohnt, wenn du wirklich alles machst hier drin. Wenn du halt wirklich alles machst, wirst du belohnt. So, jetzt ist hier vorhin noch dieser eine Kern darunter gefallen von einem anderen Rauchschleim, der Raubschleimstein. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück. Weil ich bilde mir ein, ich habe hier noch irgendwo eine Abzweigung übersehen. Oder besser gesagt, bin da nicht lang gegangen. Immer noch eine Donnerblume. So. Komme ich da überhaupt wieder komplett hoch? Jetzt habe ich ja wenigstens schon zwei Ausdauerkreise. Mich würde interessieren, ob es die Kletterrüstung wieder gibt. Also, dass man, wenn man klettert, weniger Ausdauer verbraucht. Die war nämlich super praktisch in Breath of the Wild. Da reicht es auch schon, wenn man nur einen Teil davon hat, dass man schon ein bisschen weniger Ausdauer beim Klettern verbraucht. Die gibt es wieder, gell? Okay. Ja, die Frage ist natürlich nur, wo? This is the question. Wo könnte die... Ist die vielleicht auch hier drin? Oh, den habe ich ja noch... Den Kollegen habe ich ja noch gar nicht. Ich habe den vorhin gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Headshot. So. Und da gibt es wieder ein Majusignum. So, 8 Stück. Also eigentlich ja schon 9, aber wir haben ja schon eines abgegeben. So.
Ich habe den vorhin irgendwie gar nicht gesehen, obwohl ich ihn gehört habe. Der war so weit da oben. Das mit den Höhlen finde ich irgendwie cool, weil die sind größer als du denkst. So, und jetzt sind wir hier wieder im Freien. Schön. Schönes Ding. Also da freut man sich doch. Da freut man sich doch. So, warum ist hier... Was soll das denn hier bitte sein? Und vor allem, was... Was habe ich davon? Ist das für ihn? Für... Naja, also theoretisch ja. Der will ja so zu seinem Kumpel. So. Ah, aber ich bin in Schock. Kannst du bitte sanfter zu mir sein? Ich stecke in der Klemme. Ja, ich wollte dich ja eigentlich gerade bewegen. Und hier erstmal festkleben, du Stinker. So, warte mal, der ist jetzt irgendwo da hinten, da wo dieser grüne Dunst ist. Naja, so gut funktioniert tut das nicht, weil wir nicht lenken können. In den Thron einfach nur Müll, ne? Ja, ich finde das wirklich mit der Waffenhaltbarkeit auch immer noch Müll, aber wenn man sie fusioniert, dann haben die größtenteils eine höhere Haltbarkeit. Digga, ich trag den einfach, ist mir wurscht. Ich trag den jetzt einfach. Das funktioniert. Ich habe aber mal in einem Video gesehen, dass es auch sowas gibt, was aussieht wie so ein Steuer. Also so wie so ein Lenker oder sowas, aber das habe ich bis jetzt noch nicht in meinem Spiel gefunden, also wo du wirklich so lenken kannst bei solchen Fahrzeugen. Aber ich habe das noch nicht gesehen. Entweder gibt es das nur in so Kapselspendern, dann habe ich aber den richtigen Kapselspender noch nicht entdeckt. Dann habe ich das bisher... Ja, Bro, da kommt, das ist doch einfach... Das ist doch einfach dumm. Guck dir das doch an. Wenn ich das lenken könnte, wäre das doch viel geiler, aber irgendwie... Ja, komm. Komm her. Ich trag dich hin. Das wird mir schon wieder zu blöd. Diese scheiß Ultrahand, das funktioniert einfach nicht. Ich trag den jetzt einfach zu Fuß dahin. Hauptsache, er kommt zu seinem Kumpel. Alles andere ist doch wurscht. Das scheint jetzt eh hier vorne schon zu sein. So, endlich wieder zusammen. So, bitteschön. Pass gefälligst auf deinen Kumpel besser auf, du Backo. Wenigstens gibt es hier immer zwei. Hocks an. Tschüssi. So, dann ist Wunder, oh Wunder, ein Schrein gleich daneben. Der Kamisun-Schrein. Da wollen wir doch gleich mal reinschauen. Ja, ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich das Game wirklich besser finde als Breath of the Wild, weil das Bauen fuckt mich eigentlich mehr ab, als was es mir Spaß macht. Das reißt einen immer so aus dem Spielfluss raus. Jedes Mal, wenn du irgendwo was siehst, denkst du, boah, jetzt muss ich wieder 5 bis 10 Minuten hier irgendwas zusammenbasteln. Das hält einen unnötig lange auf. So, warum bin ich eigentlich nackig? Oh, dieser Schrein bannt und läutet ein Übel aus vergessenen Tagen. Nur jenem sei der Zutritt gewährt, der kein Werkzeug in den Händen trägt. Oh, sowas gibt's auch, wo du komplett auf Null reduziert bist. Nacktes Überleben, elementar. Ich habe gerade nur noch mehr meine Hosen an. Ah, aber ich kann mich hier was nehmen. Also ich kann nicht mit der Ausrüstung rein, mit der ich gekommen bin, sondern
Ich muss mir hier die Sachen zusammensuchen. Okay. Naja, immerhin. Okay, ich könnte mir das sogar ein bisschen schwer jetzt vorstellen, weil hier sind ziemlich viele von denen. Okay, erstmal die Lage abchecken. Da ist ein großer Felsen, da ist ein Holzfass. Da oben ist einer, da hinten sind mindestens zwei oder vielleicht sogar drei. Nee, drei Typen sogar sind da hinten. Aber ich habe immer noch meine Fähigkeiten, ne? Synthese. Siehst du? So, Wächter, das waren schon Konstrukte. Ah, okay. Trotzdem ein bisschen blöd. Komm. Schlag sein Schild weg. Autsch. Nein, 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 nein. Ah. So. Okay, warte, warte, warte. Halt. Moment, ganz ruhig, ganz ruhig. So. Und ich schwör, fick dieses Game. Fick einfach dieses. Genau deswegen hasse ich dieses Spiel. Was sollte denn das? Ich wollte gerade die Waffe fusionieren. Link stirbt. Weil er einfach eine Pussy ist. Ey, das ist. Ich schwör, in dem Spiel stirbst du schon wieder so unnötig oft. Das ist doch der größte Abfuck. Ja, dieser Schrein. Da fange ich gleich wieder an zu schreien. Digga, ich wollte gerade diesen Morgenstern, da diese Eisenkugel da dran machen. Krieg Link wieder auf die Fresse und stirbt. Fick dich da oben. Du auch. Du auch. Du auch. So. Arschhuhnsohn, Alter. So, fick dich. Drecksspiel. Das macht einfach keinen Spaß, wenn du das ständig auf die Fresse bekommst. Serie erneut gestartet, Werkzeug verwendet. Oh, jetzt auf einmal. Huhuhu. Fick dich. Dein scheiß Schrein. Das sind doch alles keine richtigen Tempel, aber das ist alles Trash, Alter. So. Bro, ich wollte gerade vorhin diese Waffe fusionieren. Wusch, kriegst aufs Maul tot. Nintendo, was soll das? Das war einfach schon wieder komplett unnötig und frech. So, hier ist wahrscheinlich auch wieder nur lauter Scheiße drin. Also Belohnungen, hier sind doch alle... Sprungfederschild? Senkt den Energieverbrauch von befestigten Sonnenbottern. Okay. Nehme ich halt mal mit. Ja, Digga, die älteren Zeldas waren alle viel besser. Ja, sogar Skyward Sword ist besser wie der Scheiß hier. Das ist doch kein Zelda mehr. Die hätten daraus eine eigene IP machen können, ohne Zelda im Namen. Hätte sich keiner beschwert. Ja, die hätten das einfach nur Tears of the Kingdom bzw. nur Breath of the Wild nennen sollen, aber ohne The Legend of Zelda vorne dran. Und ohne Zelda-Charaktere, sondern mach einfach dein eigenes Ding so. Dann... Vielleicht hätte mir das besser gefallen, aber das ist für mich kein Zelda mehr. Das ist für mich nicht mehr Zelda. Die haben Zelda kaputt gemacht mit diesem ganzen Scheiß. Das ist einfach so hart unnötig, dieser ganze Trash hier. Das Bauen ist unnötig. Die Schreine sind unnötig. Das Waffenzerbrechen ist unnötig. Das ganze Game ist unnötig.
Mann, fick dich da oben! Die Fresse jetzt! Bro, der geht mir auch auf den Sack. Was will er? So, da fick deine Bockblindmutter! Geht euch doch einfach umfallen, das ist irgendwie auch so. Ich weiß nicht, Digga, seit wann kann Link denn Ultra-Instinkt, hallo? Seit wann kann der denn eigentlich so ein Quatsch? Also das Kampfsystem ist der größte Rotz in dem Spiel. Die haben nichts daran verbessert. Das ist dieselbe Scheiße wie in Breath of the Wild. Derselbe Dreck. Bro, kannst du vielleicht auch mal treffen, du Mongo? Der trifft schon wieder nicht. Blutung kann ich jetzt auch nicht brauchen. Geh doch einfach schießen. So ein scheiß Spiel, Alter. Das fuckt hier alles nur. Was macht an dem ganzen Dreck bitte Spaß? Das macht überhaupt keinen Spaß. Du stirbst ständig wegen jeder kleinen Scheiße. Ich weiß nicht, wie oft ich in dem Spiel jetzt schon gestorben bin. Ich glaube auch schon wieder gute 20 Mal. Und das meiste, weil ich Gegner einfach one-shotten wegen jeder noch so unnötigen Mal. Weil die einfach übelst OP sind. Was soll denn das bitte? So. Wenigstens ein Saphir. Das wird nie im Leben in meine... Ja, Digga, das kaufe ich nicht mal in meine Top 10, ganz ehrlich. Leck mich mit dem Spiel. Also wer da wieder sagt, bestes Zelda aller Zeiten, sorry, aber dann wisst ihr nicht, was The Legend of Zelda wirklich ausmacht. Und das ist ganz sicher nicht das. Ja, das ist ganz sicher nicht das. Das hat alles nichts mehr mit Zelda zu tun. Das ist ein Open-World-Game mit Zelda-Charakteren, aber die ganze Mechanik drumherum, das ist absolut nicht Zelda-like. So, der Blutmund geht mir auch auf den Sack. Wenn das Blut ja, komm, halt deine blöde Fresse, Zelda, oder sonst rette ich dich gar nicht erst. Muss dir das auch jedes Mal sagen? Wo, warum kommt denn jedes Mal diese scheiß Katze hin, von wegen, wenn der Blutmund kommt, halt deine Fresse, verdammt. Ich weiß, was ein Blutmund ist, ich bin doch nicht blöd. Ich hab's in Breath of the Wild auch schon, war auch scheiße. Das ist das nächste unnötige Scheiß-Feature. Dass alle Monster wieder respawnen, wow, toll. Um mich noch mehr abzufucken. Ja, dann soll ich sich ficken gehen, ganz ehrlich, dann will ich kein Zelda mehr spielen, dann war's das. Die haben meine Lieblingsspielerei mit so einem Scheiß einfach kaputt gemacht. Wenn es nie wieder ein klassisches Zelda geben wird, dann leck mich am Arsch mit Zelda, dann war das mein allerletztes Zelda, ganz ehrlich. Dann war das mein absolut letztes Zelda-Spiel. Wenn nur noch mehr so ein Scheiß kommt. So, das war das letzte scheißverdammte Mal, dass ich mir so ein Zelda kaufe. Und dann war ich auch nur so dumm und hab mir die fucking Collector's Edition gekauft, natürlich. Sollen die meinetwegen Remaster von den anderen Games machen noch? Oracle of Seasons Ages haben dringend ein Remake nötig für die Switch. Warum kommt das immer noch nicht? Und Wind Waker und Twilight Princess gehören auch noch immer auf die Switch geportet, machen sie scheinbar auch nicht, sind sie auch zu doof oder zu faul, ich habe keine Ahnung. Aber ich brauch diesen ganzen Open-World-Mist nicht. Das schadet dem Spiel mehr, als es gut ist. So, Turm mit der Ebene von Hyrule und ich habe natürlich jetzt richtig smart die ganzen Monster umgangen. Ja, oder Digga, mach mal richtiges Ocarina of Time HD für die Switch. Aber richtig HD, ja? Nicht nur so 3DS hochskaliert, sondern richtig nochmal schön von vorne. So wie zum Beispiel Metroid Prime Remaster war einfach nur nice. So hat ein Remaster auszusehen.
So hat das auszusehen. Ich hoffe immer noch, dass die Prime 2 Remaster machen. Aber mach doch einfach mal Ocarina of Time Remastered und Majora's Mask Remastered. Das würde ich mir kaufen. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Aber ich schwöre, wenn die Breath of the Wild 3 machen, gehe ich mich erhängen. Es fuckt mich einfach nur noch ab, dass sie ständig das Rad neu erfinden müssen. Die haben uns schon so viele von ihren eigenen IPs damit gekillt, für mich persönlich. Ich fand das Super Mario Odyssey jetzt auch nicht so krass. Galaxy 1 und 2 sind da viel besser in meinen Augen. Die finde ich 100-mal besser. So. Wenigstens wird er die Karte aktualisiert.